Okay, machen wir einen ganz kurzen Break. Ich brauche heute jetzt mal einen David. Ich brauche nur einen kurzen David mal. Danach mache ich wieder mit jemandem. Um zu verstehen, was hier eigentlich gerade passiert ist, einfach einerseits die Anatomie zu verstehen. Ja, also es einfach Sachen gibt, die nicht, sag ich mal, wenn der eh schon der Gegner nicht weiß, was du machst, was du kannst, und dann spielst du noch zusätzlich mit den Schwachstellen am menschlichen Körper. Es ist einfach Fakt. Es ist so. Man braucht man nicht diskutieren. Sobald wie ich ein Verständnis habe für Schwachstellen am menschlichen Körper, ist Game Over. Und das Einfachste ist einmal, was ihr immer euch merken könnt, dass es so ein geiles, einfaches, logisches Prinzip ist. Ihr habt hier die Nackenmuskulatur fängt hier an und sind so kleine Stränge. Hier ist nicht wirklich was. Dann fängt hier eure fucking Rückenmuskulatur an und hier unten zieht sich zusammen bis dahin. Hier ist nichts, da ist nichts. Ab dem Zeitpunkt fängt der an. Es ist ein Fakt. Das heißt, egal was er hier für ein Ochse ist, egal was er da ist, ich habe die Möglichkeit, ihn hier zu steuern. Macht er sich stark, schiebe ich. Kaum ich kann nicht ziehen. Die Leiche geht da unten auch. Ich muss nicht viel erklären. Sobald wie dieser Punkt hier erreicht ist, die Rückenmuskulatur hört auf, die Muskulatur fängt an. Hier ist nichts. Kann ich bei jedem machen, egal. Hier, wumm. Er fällt. Das muss man verstehen. Diese zwei Punkte. Ja, gib mir lieber den Helm. Ah, nein, ich gebe dir keinen Helm.